Oh, warte mal. Können wir ja weiterfahren und in den Abgrund stürzen? Alter. Das müssen wir aber nicht tun, oder? Also, ich hoffe mal, wir müssen da den Aufzug hochlassen irgendwie. Okay. Oh nein, ernsthaft? Sehr gut. Fuck, ich dachte, das Ding steht hier irgendwo. Oh fuck. Fuck, da kommst du ja voll ins Kreuzfeuer hier. Sehen wir es schon von hier oben? Nein. Okay. Dann müssen wir eben hüpfen. Da. Speichern nochmal hier und dann schauen wir mal, ob es. Ja, wir schaffen es drüber zu hüpfen. Sehr gut. Und ich sehe schon einen Kumpel, den wir mal wieder mit einem Brecheisen platt machen können. Zwei sogar. Bonjour, die Herren. Möchte jemand? What? So, das war's für den ersten. Und der zweite darf sich auch rausbequemen, wenn er denn möchte. Nein, ich glaube, ich schaff's nicht mehr bis nach draußen. Gut. Endlich wieder Handgranate. Gib mir die Handgranate. Gib mir die Handgranate. Ich glaube, wir sind voll. Okay. Volle Handgranaten. Das klingt doch sehr positiv. Und ich würde sagen... Ach, das Ding ist kaputt. Oh, haben wir das gerade kaputt gemacht? Ich hoffe doch nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Dinger. Die Dinger hier kaputt. So, wo kommt das raus? Egal. Machen wir einfach so. Ich weiß, wir verlieren ein bisschen Energie dabei, aber ich will sicher gehen, wenn wir nochmal dann... Falls wir nochmal durchgehen müssen durch die Teile. Dass wir dann nicht hier drankommen und wieder ins Kreuzfeuer geraten, wie gerade eben. Denn das war nicht gemütlich. Die Frage ist, müssen wir jetzt zu Fuß weiter? Müssen wir hier unten weiter vor allem? Oh, der springt wieder nicht. Das ist doch nervig. Speichern. Genau das dachte ich mir. Okay. Speichern. Du kleine Drecksau da drüben. Schießt er mir mit einer Granate ins Gesicht? Ich fass es doch nicht. Ah! Verdammt. Wenn er dann auch richtig springen würde, so wie er es beim ersten Mal gemacht hat, das wäre so geil. Na geht doch. Und da haben wir nämlich schon ein ganzes Stück mehr Leben noch übrig. So, ich muss hier auf die Gleise. Shit. Nicht gut. So, mein Freund. Findest du mich nicht mehr? Oh, der wechselt tatsächlich auf sein Sturmgewehr. Das ist sehr interessant. So, Leben sieht nicht so gut aus. Ist egal. Leben sieht wieder etwas besser aus. Sehr gut. Diese Funkübertragungsgeräusche nicht leiden. So. Haben wir hier hinten was? Nein. In Ordnung. Wo kommen wir denn her? Nee, interne Datenbank belegt. Diese Bio-Einheit war bei der Explosion anwesend. Bio-Einheit gehört zu Wissenschaftler-Team. Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Bio-Einheit Freeman für vorzeitige Zwangsstilllegung von vielen Mech-Einheiten aus dieser Truppe verantwortlich ist. Akzeptiert. Die Bio-Einheit muss als Strafe für ihre Aktionen deaktiviert werden. Nope. Hat nicht so geklappt, wie es sollte. Okay.
Dann müssen wir mal die hier deaktivieren, würde ich sagen, ne? Die kleinen, nicht ganz so biologischen Einheiten. Hat sie doch noch erwischt? Nein. Komm schon, geht doch. Der stellt sich aber auch an manchmal. Also ich weiß ja nicht. So, mal wieder ein bisschen gerade rücken. Ich lümmel hier mal auf meinem Stuhl rum, das geht überhaupt nicht. Okay. Die hier oben willst du nicht nehmen? Nee, offenbar nicht. Ich dachte gerade schon, warum sind hier so grün? Aber hier scheint offenbar irgendeine seltsame Beleuchtung zu herrschen. Gut, ich glaube, wir sind vor der Rakete. Scheiß auf irgendwelche Züge da unten. Die sind mir jetzt sowas von egal. Und du nimmst bitte mal hier das Hashtag mit. Dankeschön. Blutverlust festgestellt. Was war das denn schon wieder? Dieses Spiel macht mich fertig. An jeder verdammten Ecke ist hier irgendjemand und schießt sofort auf einen. Das ist doch nervig. Wer ist denn da oben? Ist da überhaupt jemand? So, ein bisschen Muni, die mir nichts bringt. Dann gehen wir mal hier rein. Natürlich kommen wir nicht rein, ist doch logisch. Ne, war irgendwie wirklich logisch. Was ist denn das? Ach, fickt euch doch. Ich hab keinen Bock auf so eine Scheiße jedes Mal. Meine Güte. Mal ehrlich, was ist denn das für ein Scheiß? Ich ducke mich hinter dieses Ding. Verdammt nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal erwischt werde. Das ist doch schrecklich, ey. So, haben wir es jetzt endlich mal geschafft, die Sachen zu sammeln, ohne beschossen zu werden. Ich weiß jetzt nur nicht, wo wir hin müssen, das ist das Problem. Wirklich, jetzt springt er wieder nicht und verliert wieder 10 Lebenspunkte auf die Schiene. Ich werde nicht mehr. So, hier kommen wir nicht durch, müssen wir wahrscheinlich auch nicht. Was ist denn das? Da oben ist... Blutverlust festgestellt. Automatische Medizinsysteme aktiviert. Voll. Verabreicht. Ist das ein Scharfschützennest oder was? So ein Scheiß. Vor allen Dingen, an den kommt man ja auch nicht... Ach, leck mich doch, das ist doch nervig, sowas. An den kommt man ja auch nicht ran, an den Kollegen. Muss ich auf dem Haus hochlaufen oder was muss ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Können wir den denn vielleicht auch ausmerzen davon? Scheinbar nicht. Was zur Hölle ist denn das? Ja, natürlich, ich habe noch gar nicht wieder... Was? Konsole? Ach, sag bloß. Ist ja interessant. Wusste ich noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht wieder losgelegt, wollte ich sagen. Und werde schon wieder beschossen. Kann ich hier hoch? Nein, natürlich nicht. Und vor allem nicht, ohne beschossen zu werden. Fick deine Mutter, du Drecksau. So, wir sind jetzt hier oben und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Tür davon geht nicht. Blutverlust. Ja, komm. Das ist nervig, Leute. Das ist so kacknervig. Sag mir doch, dass da ein verdammtes Kontrollpanel ist. Ah! Dieses Spiel. Vorhin habe ich die Tür aufgemacht, indem ich rangegangen bin. Jetzt muss ich ein Kontrollpanel bedienen. Kann ich auch nicht entscheiden und das nervt mich auch schon wieder. Ja, ich echt am Quatschen. Alter, da hab ich Schissen. Kann ich mich da aufregen? Kacke, aber ich mein, so endlich eine Rakete. So, was nehmen wir denn da mal? Scharfschützen, Sturmgewehr? Ich weiß es nicht. Eventuell könnte uns das Sturmgewehr hilflich sein. Ja, du musst auch mal so schießen, dass es ankommt. Die Schweine! Die Schweine! Attacke! What?
was war das denn? Natürlich, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber die haben es geschafft, um die Ecke das Ding zu schießen, damit das hinter mir landet und mich dann raussprengt. Das ist doch lächerlich. Ich hab keine Lust mehr, ehrlich mal, das ist doch scheiße. Ich kann nicht in Deckung bleiben, weil sie mir dann diese beschissenen Granaten um die Ohren pfeffern. Und rausgehen kann ich auch nicht, weil sie dann ankommen und mich jagen. Zuletzt mich auch noch selber, genau. Weil sie dann rauskommen und mich dann draußen beschießen. Es ist sinnlos, es ist absolut sinnlos. Ich hasse dieses Spiel, ganz ehrlich. Ich kann auch ganz ehrlich, also ich meine, für Leute, die herausfordernde Shooter mögen, wozu ich nicht gehöre, weil ich nicht so der Shooter-Typ bin, kann es ja ganz interessant sein, das Spiel. Aber warum hat sich da so ein Hype drum entwickelt? Das habe ich nie verstanden, weil es ist jetzt nicht besonders eigentlich, das Spiel. Ich meine, es hat halt eine andere... Es hat halt eine andere Steuerung irgendwo, ne? Was war das denn? Hat ja super geklappt. Es hat halt eine andere Steuerung, das Spiel. Aber warum sind da alle so drauf abgefahren, so unglaublich? Kann ich das denn nicht steuern, das Ding? Sag mal. Ja, ist ja gut, Mensch. Doch, jetzt geht's. Aber irgendwie auch nicht so richtig. Oh, es macht mich wahnsinnig. Die wissen sofort, dass ich... Warum? Die wissen sofort, dass ich da bin und schießen sofort... Ach komm, scheiß drauf. Und schießen mir sofort unglaublich viele Salven um die Ohren hier. Das kann doch nicht sein. Woher wissen die denn, dass ich schon da bin? Spring! Spring, du Bitch, Mann! Willst du mich verarschen, oder was? Ich hasse das Spiel. Beweg dich! Spring! Spring doch einfach mal beim ersten Mal drücken. Es ist doch das Letzte. Vorhin hatte ich einmal fast geschafft. Da hat mir der Allerletzte eine Granate aus seinem beschissenen Sturmgewehr um die Ohren gehauen. Ja, ja. Was denn jetzt schon wieder? Meine Güte! Und jetzt kann ich das Ding wieder nicht steuern. Ich könnte kotzen hier. Diese Steuerung ist zum Kotzen. Ganz ehrlich. Das ist ein Scheißspiel ohne Ende. Sorry an alle Half-Life-Fans, aber das ist scheiße. Dieses Spiel ist so schrecklich in der Steuerung. Es ist buggy an allen Enden. Was liebt ihr daran? Ich verstehe es nicht. Es hat nicht mal irgendeine gute Story, das Spiel. Das verstehe ich halt auch nicht. So, fickt euch da hinten, ihr blöden Drecksvögel. Ach. Schrecklich. Speichern. Mach's Brett auf. Okay, das sind wieder... Wo sind die Selbstschusskameras? Ich sehe keine Selbstschusskameras, ehrlich gesagt. Aber wir können ja einfach die Kiste nehmen. Also die Kiste da reinschieben. So. Speichern. Wie jetzt, Dude? Eliminierung von zivilen Einheiten gehört nicht zur binären Kampfprogrammierung. Blutverlust festgestellt. Vor allen Dingen bei meinen Gegnern. So, bei meinen Gegnern ist noch ein bisschen mehr Blutverlust, wobei die haben ja gar kein Blut, oder? Das sind ja gar keine Menschen so richtig. Ich weiß gar nicht, was das für Viecher sind. So, hier brauchen wir jemanden, der uns seine Augen leihen kann. Mal schauen, ob wir da jemanden... Was? Ob wir da jemanden finden können? Können wir ja ein bisschen Schindluder treiben. Hier, Krieg erklären oder sowas. Okay, wir sind endlich da. Ich schau mal kurz noch... Hier, okay, den gibt's nicht mehr, wie es aussieht.
Die Wissenschaftler gibt es leider alle nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ich hoffe einfach mal, wir brauchen diese Augenscan-Anlage da nicht mehr. Oh, sehr gut. Denn das Tor ist, die Tür ist ja schon offen. Das heißt, eigentlich müssen wir ja nur noch den Knopf drücken, hoffe ich mal. Und dann sollte es ja eigentlich klar gehen hier, oder? So, speichern wir mal, setzen uns wieder richtig hin, wie ich hier immer runterrutsche. Das ist unglaublich. Ich habe solche Haltungsschäden wahrscheinlich schon. Los. Können wir was sehen? Ah! Mach dich auf den Weg, kleine Satellitenrakete! Guten Flug, meine Schöne! Ui. Ausgezeichnet!